Hallihallöchen und willkommen zurück zu Breath of the Wild. Wir stehen auf einem verregneten Berg und ja, gucken jetzt mal, wie wir uns hier weiter durchschlagen können. Bei diesem wunderschönen Wetter funktioniert ja nicht immer alles ganz so gut dann bei Regen. Zumindest das Klettern. Wir haben immer noch keinen Hammer oder so, ne? Aber was mache ich denn jetzt? Wir können natürlich die Bomben benutzen. Oder hört es wieder auf zu regnen, ne? Ah, oh, sehr gut. Wir könnten die Bomben benutzen, aber dann fliegen uns die Dinger sonst wohin. Egal, das kann. Ja, wenn ich es wegkicke, bestimmt nicht. Geh mal her. Mal hin. Bleib da liegen. Ich bin in Sicherheit. Ah, Feuerstein, komm her. Ja, ne? Ach, den Leuchtstein habe ich auch aufgehoben. Ich wollte gerade sagen, ist der jetzt sonst wohin geflogen? Aber nein. Ich habe ihn noch erwischt. Da hinten der Berg am Brennen. Oh. Hallo. Machen wir den kaputt? Versuchen wir es? Nein, ich bin nicht da. Okay. Bila hat beschlossen, dass wir es versuchen. Diesen Bogen, ne? Soll mal stehen. Soll mal stehen. Hallo. Kollege, bleibst du jetzt mal. Dein Ernst? Dankeschön. Ach, schade, ich dachte, er ist tot. Viel zum Thema ausweichen kann sie. Kann sie nämlich nicht. Kann sie nicht. Sie ist zu doof. Sehr schön. Gib mir das ganze Zeug. Für die Waffe haben wir keinen Platz. Die ist eh kacke. So. Haben wir hier noch was Schönes? Oh ja, da glitzert ganz viel. Die Trüffel. Haben wir noch Pilze? Hm. Da hinten war noch was am Glitzern. Oh, ich glaube, das sind auch Maxi-Trüffel, ne? Ah, sehr gut. Haben wir ja aber nichts, ne? Da sind noch ein paar Pilze. Leichtlinge. Okay, die brauche ich jetzt vielleicht eher nicht so, aber na gut. Okay. Haben wir hier oben was Schönes drauf? Ganz viele Blumen. Das ist voll hübsch hier. Aber mit denen kann man nichts machen, ne? Ne. Ich hab gedacht, vielleicht ist das so ein Rätsel, aber. Da ist der Titan. Da ist das Schloss. Da ist der Vulkan. Da hinten haben wir einen Schrein. Oh, ja, das war schlau. Weg damit. Ich wollte das drücken. Nein, das wollte ich gar nicht drücken. Wollte das drücken. Können wir den nämlich mal eben markieren. Jetzt gehen wir auf die Karte und machen da das raus. Ein Schrein. Dass wir den schon mal auf der Karte haben. Ist das da auch einer oder ist das nur Lava? Das ist das Schöne, wenn man so weit oben ist. Oh, da vorne ist ein Turm. Aber ich glaube, der ist nicht auf unserer Seite des Berges. Ich glaube, das ist auch ein Schrein, ne? Von hier oben sieht man sowas halt. Das ist echt praktisch. Ja, das sieht nach einem Schrein aus. Wieso springe ich immer? Ach.
So. Machen wir da auch dieses Symbol hin. Sehr gut. Hallo da unten. Guck mal. Oh. Tschüss. Gar nicht mitgekriegt, ne? Ist aber auch gerade sehr windig hier, muss ich sagen. Wenn ich das weiter nach da werfe. Hat er gesehen. Ja, geh. Hol das Bällchen. Ah, ja, gut. Dann nicht. Okay, also ich versuche mal an denen vorbeizufliegen. Da haben wir noch irgendwelche Erze. Auf der Spitze vielleicht noch irgendwas Schönes. Wo gerade das Wetter so schön ist. Was gleich wieder regnet. Ich sehe das da unten, dem Wetterradar. Ein Stein, das ist doch bestimmt ein Krog. Hallo? Du hast mich entdeckt. Tschüss. Weg mit dem Stein. Wunderbar. Hat sich das schon mal gelohnt, hier hochzuklettern? Da ist noch ein Schrein. Haben wir den schon? Mal, Karte. In die Richtung. Das sieht nicht so aus. Okay. Dann holen wir uns den nämlich jetzt auch noch. Ja, spring halt immer. Mach ruhig. Seht ihr das? So eine Kackfliegerdrohne. Die sind ätzend, die Viecher, ne? Wenn du da genau in dem Strahl bist, wo er gerade guckt, dann sehen die dich und attackieren dich und du bist tot. Der bewacht hier diesen Turm. Da ist nicht sehr hoch zum Hochklettern. Das ist zumindest schon mal ganz gut. Okay, da wollen wir aber noch nicht hin. Wir gehen mal weiter in diese Richtung. Da unten haben wir einen Gegner. Können wir den auf den Kopf springen? Eine Lanze zerbricht gleich. Oh, einen Bogen! Ja, gib uns einen Bogen. Wie viele Gegner sind denn hier? Kommt der nächste angeschlichen? Aber es ist hier oben doch gar nicht so verschneit, wie ich gedacht habe. Anhand der. Irgendwas ist da. Anhand der Karte hätte ich jetzt gedacht, das ist hier oben ein bisschen verschneiter und kälter, aber ist es gar nicht. Hier oben was drauf? Nö, ist ja voll langweilig hier auf dem Berg. Unten haben wir noch ein Viech. Haben wir unten den Tälern da was? Nee, ne? Ich glaube, wir sind jetzt auch einmal hier rum um diese Ecke. Wehren uns da jetzt dem kleinen See. Hier sind viele Gegner hier oben am Berg. Unglaublich. Oh, hätte ich fangen können. Nein, bleib hier. Bleib hier. Krieg ich nicht mehr. Da ist das Wasser. Jetzt regnet es wieder. Ganz toll. Haben wir so weit. Achso, das ist da die Dingens, ja. Kommen wir da hoch? Wahrscheinlich nicht, ne? Rutschen jetzt wunderbar immer wieder ab. So schön nass ist. Ach, guck mal, hier können wir laufen. Sehr gut, aber hier oben ist nichts. Hier oben ist nichts. Was soll das? Ist das? Prinzessinnen-Enzian. Dies soll die Lieblingsblume der Prinzessin von Hyrule gewesen sein. Man hielt sie für ausgestorben, doch in den letzten Jahren wurden wieder ein paar Exemplare gefunden. Und ich rupf sie einfach aus der Erde. Sehr gut. So macht man das.
Warum regnet das denn jetzt? Hallo Fuchs. Okay, hier gibt es doch bestimmt irgendwie ein Rätsel oder ein Geheimnis. Können wir da mal ordentlich drauf landen? Oder auch nicht. Wenn ich zu doof bin. Ist okay. Mhm. Nein. Wir werden gerade sterben. Oder auch nicht. Halleluja. Wir bleiben mal stehen, bis wir regeneriert haben. Sonst haben wir ein Problem. Hier gibt es bestimmt irgendwas. Regen jetzt vielleicht natürlich etwas problematisch. Haben wir vielleicht was im Wasser? Ja. So, mal her, kleine Kiste. So. Nein, nicht runter. Ich wollte öffnen. Ich dachte, da steht öffnen. Was haben wir denn da Schönes drin? Der Sora-Helm, dann ist das der Teich von dieser Inschrift. Sehr, sehr gut. Sehr schön. Helm nach uralter Sora-Tradition. Dank der verarbeiteten Drachenschuppen kann der Träger schneller schwimmen und im Wasser Drehattacken ausführen. Oh, sollen wir den mal aussetzen? Gucken, wie dämlich wir damit aussehen. Mhm. Sieht wunderbar aus. Guck mal, jetzt haben wir ja auch so eine Nackenflosse. Okay, dann war das der See, haben wir noch was hier drin? Der See, der gemeint wurde. In dieser Inschrift, die wir da im Dorf gelesen haben. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt. Also zumindest, dass wir das so leicht finden, das Teil. Ja, also wie gesagt, Regen ist halt Kacke, ne? Komm. Ja. Muss man sich halt echt hochquälen teilweise. Da ist ein Gegner, aber den können wir so einfach wegnatzen. Der ist nicht sehr schwer. Mal so ein bisschen Hyrule-Gras mit. Oh, da ist noch mehr Gegner. Können wir doch vielleicht ein bisschen aufpassen. Ich will nicht, dass die uns auch noch sehen und dann haben wir hier Party mit mehreren. Nee, lass mal. Unsere Waffe ist kaputt. Wir nehmen das Schwert, Schwert, Schwert. Gib mir den Bogen. Nein, hörst du auf. Greift der mit seinem Schwanz an? Ich glaub's nicht. Hallo? Mama! Was ist dein Ernst? Jetzt greift er mit seiner Zunge an. Das ist doch nicht wahr. Jetzt aber. Meine Güte, ich hasse diese Großschwerter, ne? Die sind so ätzend. Die brauchen so Ewigkeiten und so einen hohen Schwung, bis die mal treffen. Und es wird aufzuregnen, Gott sei Dank. Gucken wir mal, was sich hier oben auf der Klippe noch befindet. Das sieht doch verdächtig danach aus, als wäre da irgendwas. Mindestens ein Samen. Hallo Vögelchen, hallo. Nischt. Hier ist nischt. Das ist ja toll. Danke, Spiel, für diese Enttäuschung. Okay, dann gehen wir mal wieder in Richtung von dem Donnerberg da. Donnerhorn, Donnergipfel, Donnerspitze. Ich vergesse immer, wie es heißt. Da unten ist so eine Tafel, ne? Markieren wir uns die auch. Hier irgendwas Interessantes? Nee. Okay, pass auf, dann holen wir uns die da eben.
markieren uns die. War sie da hinten? Wir lesen sie auch nochmal, beziehungsweise wir aktivieren sie, weil ich nicht weiß, ob die hatten wir, aber, ne? Vorsichtshalber. Ja, genau. So macht man das, Link. Die Geschichte der Volk der Sora. Prinz Sidon steckt ein Monster nieder. Ja, das hatten wir gelesen, ne? Ja. Okay. Ja, 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 ja. Das ist ein langer Text. Dann machen wir jetzt hier nämlich auch das Symbol. Wir hatten das genommen. Okay. Dann haben wir schon mal zwei. Ich weiß, auf dem Weg hier hoch waren auch irgendwie zwei oder drei. Dann einmal wieder hier hoch. Wir da wieder an diesem Donnergipfel. Da müssen wir von dem Leuen noch ein Foto machen. Für die junge Frau im Dorf, die so ein Viech gerne einmal zu Gesicht bekommen würde. Ich guck mal, ob hier noch irgendwas Schönes versteckt ist, aber das sieht gerade nicht wirklich danach aus. Da ist so ein rotes Leuchten. Ist das ein Schrein? Nee, das ist bestimmt vom Vulkan, oder? Weil sonst würde ja unser Sensor hier voll ausschlagen, wenn da vorne ein Schrein wäre. Okay. Haben wir hier irgendwas? Nein. Ich muss sagen, der Berg ist ganz schön enttäuschend. Oder ich gucke mich einfach immer noch nicht gut genug um, dass ich vieles übersehe. Das kann natürlich auch sein. Ich versuche natürlich, so gut es geht... Ah, hier ist zum Beispiel was zum Aufspringen. So gut es geht, alles zu beäugeln und zu entdecken. Aber man übersieht doch gerne noch Sachen. Also bestimmt wieder ein Krog. Ui, du hast mich entdeckt. Tschüss. Tschüss. So, schmeiß den. Oh, aua. Mhm. Genau so macht man das. Man wirft den Stein auf seinen eigenen Kopf. Pack das Schwert weg, Link. Brauchen wir nicht. Aber ich glaube, großartig ist hier echt nichts, ne? Enttäuschend. Da ist was. Was ist das? Ein Lager. Das ist wahrscheinlich ein Totenkopfschädel. Wir gehen aber erstmal hier oben zum Leuen. Und dann können wir neue Pfeile einsammeln. Nicht gut. Ein Foto von ihm. Ich weiß nicht, wo er ist. Ne, es macht da ist er. Besorgen. Okay. So. Immer das Fotomodul. Er entdeckt uns nicht. Oh, er hat uns gesehen. Na, ganz toll. Okay, jetzt müssen wir schnell sein. Okay, Foto. Mach das aus. Tschüss. Ja, schieß du mal da oben. Schieß alle deine Pfeile, ist okay. Der trifft volle Kanne. Und da haben wir Mifas Dingens gesehen. Holla, die Waldfee. Da hat er uns einfach erwischt. Ich dachte, wir wären da voll safe.
Nope, waren wir nicht. Ja, aber dann haben wir mal Mimifas Kraft gesehen. Sie hat uns instant geheilt und 2 Herzen mehr sogar gegeben. Und der Elefant ist jetzt rot geworden. Der muss sich jetzt erstmal langsam wieder auffüllen. Ich weiß gar nicht, wodurch genau. Ob das durchs Kämpfen selber ist, dass wenn wir Schläge verteilen oder Siege erringen, dass wir das dann dadurch auffüllen. War denn das Lager jetzt? Habe ich das aus den Augen verloren im Laufe des Schreckens? Da vorne. Oder ne, ob sich das so einfach auffüllt? Ich glaube aber im Kampf. Das hier ist aber außerhalb eigentlich unseres aktuellen Territoriums. Das haben wir noch nicht aufgedeckt. Nein, wir fliegen da mal rüber. Da sehe ich nämlich auch noch ein Krog-Rätsel. Hier irgendwas? Hier ist nämlich ein Loch. Da haben wir eine Kugel und die möchte in das Loch rein. Und jetzt regnet es wieder. Das ist ja ganz toll. Ich kann mir denken, wieder hoch, dass wir den darüber schießen können. Mit dem Dingens. Nein, mit dem Stoppmodul hier. Genau, mit dem. Ja, das sieht gut aus. Jetzt ist nur die Frage, wo genau ist das Loch? Versuch mal in die Richtung zu schießen. Da. Guck mal, ob das reicht. Stopp! Nein! Halt! Okay, er ist liegen geblieben. Ist es denn da, wo wir es haben wollen? Wahrscheinlich nie. Naja, knapp daneben ist auch vorbei. Machen wir das Ganze nochmal. In die Richtung. Jetzt sehen wir zumindest, wo es hin muss. So, reicht vielleicht. Hui! Drüber geflogen. Ja, komm. Komm, braver Stein. Ja. Warte, vielleicht können wir ihn schieben. Ah, nicht in die Richtung. Nein. Muss da rein. Los, da. Da. Ja. Ah. Geschafft. Sehr gut. Ui, du hast mich ja entdeckt. Krogsamen. So viele, ne? Wir müssen unbedingt mal Ronos suchen. Ganz ehrlich. Da oben haben wir noch eine Blume. Das ist doch bestimmt auch ein Krog-Rätsel, oder? Ja, ist es. Ich jetzt im Regen nicht so einfach, wenn wir jetzt hier den Berg hochklettern müssen. Aber klar. Und da haben wir ihn. Sehr schön. 2 Krogs so nah beieinander. Oh, du hast mich auch entdeckt. Ihr seid auch nicht sehr schwer gewesen. Au. Gut, aber dann würde ich sagen, beenden wir hier bei dem kleinen Freund doch mal die Folge. Oh, guck mal, wie süß die beiden sich angucken. Und dann erkunden wir hier in der nächsten Folge noch den Rest von dem Berg. Und dann überlegen wir uns mal, wo wir als nächstes weitermachen. Ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!